Hallo zusammen, Freunde fantastischer Geschichten. Willkommen zum ersten Let's Play hier auf meinem Kanal. Ja, auf meinem Kanal wird sich ein bisschen was ändern. Ihr habt vielleicht schon festgestellt, dass der Name jetzt anders ist. Also nicht mehr einfach nur Dominik Schmeller, sondern Fantasy-Geschichte Dominik Schmeller. Ja, vielleicht schaut euch das Let's Play auch später an, vielleicht auch erst in einigen Jahren. Deswegen erzähle ich jetzt hier nicht zu viel zu dieser ganzen Thematik. Es wird aber demnächst auch einen Livestream geben. Den plane ich einmal im Monat, jeden zweiten Mittwoch im Monat um 19.30 Uhr anzubieten. Also in diesem Livestream werde ich erzählen, was sich alles am Kanal ändert. Also schaut rein, ich würde mich freuen. Definitiv ist die, so ein Let's Play aufzunehmen, ist doch ein bisschen was anderes, wie ein Buchvideo aufzunehmen, was ich ja sonst hauptsächlich gemacht habe, oder auch ein 3 für den oder ein die Schinken von Video, denn da kann ich wunderbar auch mal was rausschneiden, wenn ich mich verhasple oder sowas. Das funktioniert bei einem Let's Play natürlich nicht ganz so leicht, also zumindest ist der Plan, dass ich jetzt hier nicht wie wild hin und her rumschneide, sondern das Ganze ja mehr oder weniger fast live zu euch bringe. Ja, ich habe hier so einen kleinen Zettel, auf dem habe ich mir aufgeschrieben, was ich noch so erzählen wollte. Genau, die eine Sache ist das mit der Änderung des Kanals. Die zweite Sache, es ist nicht mein erstes Let's Play, das ich aufnehme. Ich habe auch schon mal für einen anderen Kanal einige, ja, so ein bisschen Gameplay von Magic the Gathering, kennt ihr vielleicht, das Fantasy-Kartenspiel aufgenommen. Da habe ich ein bisschen Erfahrung gesammelt, aber im Prinzip ist es das erste große Let's Play, was ich jetzt hier aufnehme. Das heißt, es gibt definitiv ganz bestimmt noch ein paar Sachen, die ich verschludere oder vielleicht in euren Augen nicht so gut mache. Schreibt gerne in die Kommentare alle möglichen Verbesserungsvorschläge. Ich bin da sehr dankbar, wenn ihr mir schreibt, was euch gut gefällt oder was euch nicht so gut gefällt, sodass ich das dann vielleicht besser machen kann. Warum gerade Blackguards? Also zuerst hatte ich überlegt, ich könnte ein Let's Play von Baldur's Gate machen. Ich habe nämlich weder Baldur's Gate 1 noch 2 bisher gespielt. Und Baldur's Gate 3 kommt ja jetzt gerade raus. Würde sich also anbieten. Aber Baldur's Gate ist ja eine Dungeons & Dragons Adaptation, zumindest so eine grobe. Und Dungeons & Dragons, da kenne ich die Regeln nicht wirklich und kenne mich da auch nicht wirklich aus. Das heißt, da würde ich noch viel mehr versagen als vielleicht bei anderen Spielen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, Blackguards erstmal zu Let's Playen. Das habe ich nämlich auch noch nicht gespielt und das ist basiert ja auf DSA, auf das Schwarze Auge, das deutsche Rollenspiel. Da kenne ich mich aus, Gott sei Dank. Und es ist auch von Daedalic, dem Studio, das auch weitere DSA-Spiele schon gemacht hat, zum Beispiel Satinavs Ketten, das ich schon gespielt habe. Das ist ein Adventure-Spiel. Blackguards kam 2014 raus, ist also inzwischen auch schon ein bisschen älter und viele von euch werden es vielleicht schon kennen, aber ich werde es trotzdem jetzt einfach mal zusammen mit euch durchspielen. Ich muss gleich dazu sagen, ich bin jetzt nicht so ein grandioser Taktiker und ich spiele das Spiel auch blind. Also nicht, dass ich mir die Augen verbinde, sondern da meine ich damit, dass ich es noch nie ganz durchgespielt habe. Ich habe schon mal ein paar Minuten gespielt, das ist aber auch schon 3-4 Jahre her. Steam sagt mir, dass ich schon 45 Minuten in dem Spiel verbracht habe. Ja, aber das kann man jetzt nicht wirklich als Spiel nennen, deshalb, ich erinnere mich auch gar nicht mehr dran, was da war. Deswegen kann man davon ausgehen, dass ich hier blind spiele. Falls ich also irgendwelche schlechten Entscheidungen treffe oder mieses Gameplay zu sehen ist, dann entschuldigt das bitte. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr sagt, hier und dort hätte man was anders machen können. Ich denke, das ist auch immer eine Diskussionssache. Ne? Jeder spielt ein bisschen anders. Ich spiele eben so, wie ich spiele. Und naja, ob wir überhaupt zum Ende des Spiels kommen, weiß ich nicht. Ich bemühe mich natürlich, das Spiel möglichst gut zu lösen. Aber ob das klappen wird, das werden wir herausfinden. Und deswegen starten wir jetzt das Spiel. So, hier könnten wir weiterspielen bei diesem alten Spielstand, den ich schon mal damals angelegt habe, aber das wollen wir jetzt nicht. Wir starten jetzt ein neues Spiel. Und da wir uns in DSA ja ein bisschen auskennen, starten wir den Expertenmodus, wo wir auch wirklich die Werte sehen können. So, Expertenmodus, los geht's. Gut, das ist erstmal unser Held und wir wollen den jetzt
anpassen. Das heißt, wir wollen einen Magiebegabten spielen. Deswegen Magiebegabt, ja. Das kostet uns Abenteuerpunkte. Die Abenteuerpunkte fehlen uns dann natürlich in dem Bereich, wo wir ja unsere Skills, also unsere Eigenschaften und so weiter aufwerten wollen. Da fehlen uns diese Abenteuerpunkte. Dafür können wir aber Zauber nutzen. Hier steht auch, der Magier ist ein Meister in der Nutzung der arkanen Kräfte. Mit seiner Magie kann er seine Freunde vor einem schlimmen Schicksal bewahren und seinen Feinden Verderben bringen. Doch wehe ihm, wenn seine Kräfte verbraucht sind. Ja, wir haben gewisse Zauberenergie, das seht ihr hier. Das hier sind die Astralpunkte, da haben wir im Moment 28 Stück. Das kann man sicherlich auch noch steigern. Aber irgendwann ist diese Astralenergie dann eventuell auch aufgebraucht. So, wir wollen einen männlichen Helden spielen und jetzt klicken wir uns hier mal ganz kurz durch die möglichen Frisuren und ja, ich denke, das Gesicht bleibt mehr oder weniger fast immer, ja, ein bisschen verändert sich das Gesicht. Das ist mehr Frisuren und Bart, was sich hier verändert. Also nehmen wir mal diesen netten Herrn und dann geben wir mal einen Namen ein. Ich denke mal, wir sind mittelreicher oder, soweit ich das in dem Spiel vielleicht gesehen habe, irgendwie im lieblichen Feld unterwegs. Das heißt, wir geben uns mal dazu einen passenden Namen. Nennen wir uns mal Horius. Horius. Na, Horius hört sich ein bisschen schrecklich an. So nach Horror, ne? Na, vielleicht doch noch ein anderer Name. Horius passt nicht ganz so gut. Wie wäre es denn mit Villan? Villan. Finde ich jetzt auch noch nicht so gut. Ich würde euch ja fragen, dass ihr in die Kommentare schreibt, wie wir uns nennen sollen. Aber ich will nicht das Let's Play jetzt wieder pausieren. Das wäre ja Quatsch. Deswegen machen wir mal Dergan. Dergan ist, glaube ich, ganz gut. So, Dergan soll es sein. Ihr seht hier rechts sind unsere Eigenschaften alle noch auf 8. Ich denke mir, wir werden jetzt gleich die Chance bekommen, das einzustellen. Lebenspunkte 26. Was steht denn hier noch? Willkommen im Expertenmodus. Hier kannst du die Startwerte deines Helden einstellen und deine Anfangsausrüstung auswählen. Sobald du mit Klasse, Aussehen und Geschlecht zufrieden bist, klicke auf OK, um deine Werte einzustellen. Also soweit ich weiß, gibt es hier kein wirkliches Klassensystem. Ich glaube, es gibt drei verschiedene Arten, wie man das Spiel, also wie ein Held seine Eigenschaften gestalten kann. Es gibt den Magier, es gibt den Kämpfer und ich glaube sowas wie einen Schurken oder sowas. Aber es gibt nicht wirklich Klassen. Das heißt also, man kann, also jede Figur kann jede Fertigkeit lernen, mit Ausnahme von Magie. Magie können wirklich nur die Magier lernen. So, Dergan, dann legen wir mal los. Abenteuerpunkte. Verteile deine Abenteuerpunkte auf Eigenschaften, Fähigkeiten oder Zauber. Eigenschaften können bis zu einem Wert von 14 gesteigert werden, Talente und Zauber bis zu einem Wert von 8. Achtung, mit Beginn des Spiels verfallen alle nicht ausgegebenen Abenteuerpunkte. Also, wir sollten definitiv unsere Abenteuerpunkte alle verbrauchen. Eigenschaften bis 14 und Talente und Zauber bis 8. Also bei DSA, das schwarze Auge, ist es ja so, dass die Eigenschaften einen möglichst hohen Wert haben sollten, damit wenn wir dann würfeln, wir unter diesem Eigenschaftswert bleiben müssen, mit einem Würfel mit einem W20, also einem 20-seitigen Würfel. Wenn wir zum Beispiel Klugheit 14 haben und wir würfeln eine Klugheitsprobe, dann würfeln wir eine 5, dann haben wir diese Probe geschafft und ja, es passiert halt dann das, was passiert, wenn man eine Probe schafft. Die Eigenschaften und die Zauber, die verrechnen sich ein bisschen komplizierter mit den Eigenschaften, das kann ich jetzt hier nicht erklären. Vielleicht kommt es im Spiel noch, wir werden sehen. So, also wir haben hier 9500 Abenteuerpunkte. Und ihr seht, die Eigenschaften kosten einiges. Ja, die kosten 220 AP wahrscheinlich. Also ich gehe stark davon aus, dass sich das auch erhöht. Wenn wir die Eigenschaften steigern, dann werden auch die Kosten bestimmt erhöht. Und ihr seht, rechts ist auch noch ein kleiner Tooltip, wo erklärt wird, was genau diese Eigenschaften machen. Aber ich denke mir mal, also in DSA, die Worte sind im Prinzip gut gewählt, sodass man sich das schon denken kann. Wir haben noch die Lebenspunkte, die kann man auch erhöhen, die Astralpunkte und die Magieresistenz. Das sind erstmal die Grundwerte, dann haben wir hier die Waffentalente, Dolch, Schwerter, Hiebwaffen, Fechtwaffen und so weiter. Auch hier kann man natürlich erhöhen und auch das kostet
Punkte, wir haben hier zwei Werte, einmal einen Angriffswert und einmal einen Paradewert, die getrennt voneinander funktionieren. Dann haben wir hier verschiedene Talente, auch hier Nomen est Omen, das heißt also wir sehen hier Heilkunde, Gassenwissen und so weiter, weil, also das können wir auch steigern. Dann haben wir noch die Zauber, bei den Zaubern sind nicht alle Zauber aktiviert. Ich weiß nicht, ob man im Spiel die Zauber dann noch lernen kann, wahrscheinlich, macht Sinn, ne? Sonst wären die ja hier nicht drin, also Hexengeile klingt für mich jetzt nach keinem Magierzauber, sondern eher nach einem Hexenzauber. Aber im Prinzip denke ich, können wir die ganzen Zauber hier lernen. Ihr seht, hier gibt es auch so eine kleine schwarze Absetzung. Das heißt, die sind ein bisschen sortiert, diese Zauber, offensichtlich, in so verschiedene Gruppen. Ich erkenne jetzt noch nicht sofort, was das für Gruppen sind. Sonst hätte ich gesagt, es ist vielleicht Kampfzauber und Heilzauber. Aber ich weiß nicht, also Zorn der Elemente schaut mir eher nach einem Kampfzauber aus, genauso wie Fulminictus. Hier steht jetzt Lernen. Die kennen wir die haben wir offensichtlich noch nicht, die Zauber. Und die hier können wir nicht lernen und die hier können wir lernen. Und wenn wir sie gelernt haben, können wir sie wahrscheinlich dann erhöhen. Hier rechts steht dann auch, was die Zauber machen. So, dann haben wir die Sonderfertigkeiten. Da haben wir Nahkampf, Fernkampf, Magie, da gibt es offensichtlich dann noch gewisse, ja genau, da gibt es Sonderfertigkeiten, die sozusagen unsere Fähigkeiten nochmal erhöhen. Hier haben wir zum Beispiel Aufmerksamkeit, da können wir dann die Situation auf dem Schlachtfeld besser erfassen und ja, können einfach besser, schneller kämpfen, also wir sind früher dran im Kampf. Und hier steht auch, dass die Gegner schlechter Passierschläge gegen uns unternehmen können. Passierschläge ist, wenn wir uns an einem Feind vorbei bewegen, dann hat er die Chance, uns mit seinem Säbel oder so zu treffen. Gut, ich weiß jetzt nicht genau, 9500 Abenteuerpunkte klingt jetzt erstmal ziemlich viel, aber ich glaube, dass das gar nicht so viel ist. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns erstmal zusammen die Waffentalente an. Ich denke mir mal, dass wir hier auch einige Waffentalente brauchen. Und da wir ein Zauberer sind, sollten wir eigentlich mit unserem Zauberstab kämpfen. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Blackguards ist. Also in einer normalen DSA-Runde würde so ein Magier definitiv mit seinem Zauberstab zaubern. Aber auch kämpfen. Das bedeutet, wir sollten Stäbe steigern. Stäbe sind Statussymbol ausgebildeter Magier. Führen eines Stabes ist ihnen durch den Codex Albiricus vorgeschrieben. Die Länge kann dabei stark variieren, von einem Spann bis zur Schulterhöhe eines erwachsenen Mannes. Ja, also so ein kleiner Zauberstab oder eben ein richtig großer Zauberstab. Und da wollen wir eher in die Verteidigung gehen. Das heißt, wir wollen eher die Verteidigung steigern. Also da haben wir jetzt bei der Verteidigung haben wir jetzt 1. Da wollen wir vielleicht mal 4 machen. Ja, machen wir mal 5 und beim Angriff machen wir... hier steht schon was. Maximaler Startwert erreicht. Dieser Wert kann nicht weiter gesteigert werden bis 8. Es ergibt sich dann insgesamt 8. Indem wir 6 Verteidigung und 2 Angriff machen. Dann machen wir mal bei der Verteidigung vielleicht eins weniger. Ich will bei der Verteidigung eins weniger machen und beim Angriff vielleicht noch eins mehr. So. Jetzt haben wir 7. Jetzt verstehe ich das. Also 8 haben wir insgesamt und jetzt können wir das auf Verteidigung und Angriff verteilen, wie wir lustig sind. Da würde ich nämlich gerne 5 zu 3 machen. Also wir haben ein Stäbewert von 8, wir sollten mit dem Stab also ganz gut kämpfen können, haben eine bessere Verteidigung als Angriff, denn als Magier haben wir meistens auch nicht so viele Lebenspunkte und müssen dann irgendwie gucken, wie wir uns verteidigen, wenn wir nicht draufgehen und trotzdem unsere Zauber sprechen können. So, dann haben wir hier noch Dolche. Ich denke mir mal, als Magier können wir vielleicht noch zusätzlich einen kleinen Dolch haben, der uns hilft, weiter uns zu verteidigen. Das heißt also Dolche, falls unser Stab vielleicht mal verloren geht oder irgendwas. Das heißt Dolche, glaube ich, mache ich mal auf 3, wobei wir 1 auf Angriff und 2 auf Verteidigung machen, sodass wir nochmal so ein bisschen so eine Ersatzwaffe haben.
Dann gehen wir mal als nächstes auf die Grundwerte. Ich glaube nämlich, das ist das teuerste. Und dann gucken wir mal. Also, Mut, Klugheit, Intuition, Charisma, Fingerfertigkeit, Gewandtheit, Konzentration, Körperkraft. In DSA ist es im Prinzip so, dass verschiedene Charaktere natürlich verschiedene Eigenschaften haben können. Als Krieger sollte man natürlich eine gute Körperkraft haben, damit man gut kämpfen kann und Steine wegtragen kann oder sowas auch immer man da machen muss. Als Dieb sollte man vielleicht eine gute Fingerfertigkeit haben, damit man Schlösser knacken kann. Als Magier sollte man eine hohe Klugheit haben, damit man schlau ist und Rätsel lösen kann und zaubern kann. Aber ich denke, also es ist in DSA tatsächlich so, dass man jetzt nicht einfach eine Eigenschaft nimmt, die ganz hoch steigert und dann passt es für alle Situationen, sondern man braucht eigentlich alle Eigenschaften. Das heißt, wir brauchen als Magier nicht nur die Klugheit, wir brauchen auch eventuell Intuition, wir brauchen teilweise Fingerfertigkeit für unsere Zauber und so weiter. Manche Zauber verlangen auch Mut, deswegen kann man nicht einfach sagen, ja, man steigert als Magier jetzt einfach nur Klugheit und fertig ist, sondern man muss da tatsächlich auf eine ausgewogene Verteilung achten. Körperkraft hingegen braucht man jetzt nicht so viel als Magier in der Regel. Also ein Magier sollte definitiv klug sein, deswegen werden wir ihm mal einen Klugheitswert von 12 geben und vielleicht einen Intuitionswert von ebenfalls 12. Stellen wir das mal ein, dann gehen schon einige Punkte weg. Wir wollen als Magier auch charismatisch sein, wir geben ihm hier vielleicht mal 11. Mutig sind wir vielleicht nicht so. Wir sind vielleicht nicht mutig und haben auch keine gute Körperkraft. Konstitution sind wir auch schlecht. Ob wir das dann bei 8 belassen, schauen wir mal. Fingerfertigkeit sind wir gar nicht schlecht, da machen wir vielleicht mal 10. Gewandtheit sind wir vielleicht bei 11. So, jetzt haben wir noch 5000 Punkte übrig und haben hier diese eingestellt. Wir wollen vielleicht noch ein bisschen mehr Astralpunkte. Im Moment haben wir 31 Astralpunkte. Die Astralpunkte hängen auch von verschiedenen Eigenschaften ab. Ich glaube, das hängt auch von der Leiteigenschaft ab, wenn ich mich an die DSA-Regeln richtig erinnere. Und bei Gildenmagiern, und ich schätze mal, wir sind ein Gildenmagier, ist, glaube ich, Klugheit die Leiteigenschaft. Das heißt, je mehr Klugheit wir haben, desto mehr Astralpunkte haben wir. Ich schaue mal, indem ich uns mal einen zusätzlichen Klugheitspunkt gebe. Nee, da steigen die Astralpunkte nicht. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ein Punkt einfach nicht ausreicht. Ah, hier steht, wenn ihr bei Grundwerte nochmal guckt, wenn ich hier Klugheit aktiviert habe, da seht ihr, dass bei Magieresistenz da so eine Forke ist links. Offensichtlich hängt die Magieresistenz von der Klugheit ab. Die Intuition wiederum sind die Astralpunkte, Initiative, Fernkampf, Ausweichen und so weiter. Okay, gut, wir lassen das jetzt erstmal so mit den Eigenschaften. Wir geben uns vielleicht hier nochmal 2, 3 zusätzliche Astralpunkte, Lebenspunkte eher erstmal nicht. Dann gehen wir als nächstes zu den wichtigen Sachen, nämlich den Zaubern. Wir sind ja Zauberer, wir müssen auch zaubern. Und welchen Zauber wir definitiv brauchen, ist der Fulminictus Donnerkeil. Also den müssen wir definitiv lernen. Und da sollten wir auch nicht zu schlecht sein. 8 ist ja die maximale, der maximale Zauber. Und rechts steht jetzt hier beim Fulminictus Donnerkeil, das ist ein Kampfzauber. Geballte magische Kraft trifft den Gegner. Zauberkategorie Schaden. Eigenschaften Intuition, Gewandtheit und Konstitution. Also auf diese Eigenschaften wird gewürfelt, wenn wir diesen Zauber durchführen wollen. Ihr seht also auch hier zum Beispiel, die Konstitution ist da nicht unwichtig. Wenn wir einen zu schlechten Konstitutionswert haben, können wir den Zauber auch nicht gut durchführen. Wir haben jetzt im Moment wir haben Stufe 1. Astralkosten wären 5, das heißt, wenn wir den Zauber durchführen, kostet er uns erstmal 5 Astralpunkte. Soweit ich mich erinnere an den DSA-Regeln, wenn wir dann Schaden verursachen beim Gegner, kostet das weitere Astralpunkte. Das ist aber nicht bei allen Schadenszaubern so. Ich glaube, beim Fulminictus ist es nicht so. Wir können das gegen die Feinde machen, die Magieresistenz ignoriert. Fläche ist ein Ziel, also wir wählen einen gewissen Gegner aus. Die Dauer ist einmalig. Und Effekte sind 3 bis 8 Schadenspunkte beim Gegner. Und ihr seht, durch unsere durch unsere Eigenschaften gibt uns der Computer jetzt hier eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 21%. Ich denke mal, ich gehe stark davon aus, wenn wir unsere Eigenschaften jetzt erhöhen, dass wir dort auch mehr Erfolgswahrscheinlichkeit hätten. Und vor allem auch, wenn wir hier unseren Zauber erhöhen. Wir erhöhen jetzt einfach mal
hier den Zauber. Ihr seht schon, die Erfolgswahrscheinlichkeit steigt, wenn wir jetzt hier eins haben. Also Vollmöglichkeit soll einer unserer Hauptzauber werden, deswegen gebe ich hier jetzt einfach mal eine 5. So, jetzt ist mir noch was eingefallen aus der Heldenerstellung aus DSA. Es ist nämlich so, dass die Eigenschaftswerte, die sind sozusagen oben abgekattet. Das heißt, man kann die Eigenschaftswerte nur bis zu einem gewissen Wert steigern. Und diesen Wert sollte man auch ausschöpfen bei der Heldenerstellung. Das heißt, wir sollten da tatsächlich auch unsere Werte so stark steigern, dass wir, dass wir diese Maximalwerte ausnutzen. Es steht hier leider nicht, wie viel das ist. Ich denke mal, wenn ich jetzt hier steigere, dann wird er irgendwann sagen, Moment, du hast das Maximale erreicht. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Wir machen jetzt Mut einfach mal so hoch, wie geht. Das ist 14, ne? Genau. Und dann machen wir auch Körperkraft so hoch, wie es geht. Auch auf 14. Ja, noch schreit er nicht. Dann machen wir Konstitution so hoch. Ah, jetzt, genau. Also, das heißt, hier haben wir jetzt das Maximale erreicht. Das wäre dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Punkte dürfen wir also noch vergeben. Dann würde ich sagen, wir wollen vor allem klug sein. Wir machen mal die Klugheit noch ein Stück höher. Wir wollen natürlich jetzt auch nicht unbedingt so ganz, ganz schlecht sein. Das heißt also, ich würde vorschlagen, Mut machen wir mal vielleicht auf 9 und die Konstitution und die Körperkraft lassen wir mal auf 8. Fingerfertigkeit machen wir 11, Gewandtheit machen wir 12, Institution 13, Charisma 12. Jetzt habe ich leider nicht mitgezählt, wie viel wir noch haben. Aber wir haben definitiv noch Punkte übrig. Vielleicht sind wir dann doch nochmal ein Stück klüger. Wir sind super klug, wir haben 14 Klugheit. Und ein bisschen charismatischer könnten wir vielleicht auch noch sein. So, Konstitution und Körperkraft. Wollen wir da wirklich zu wenig lassen? Vielleicht eins von beiden könnten wir ein bisschen erhöhen. Das machen wir mal die Konstitution. Dafür vielleicht aber den Mut auf 10. Konstitution auch auf 10. Also wir sind ganz schlecht, was die Körperkraft angeht, aber Mut und Konstitution sind wir ein bisschen besser. Dann können wir die Fingerfertigkeit vielleicht auch noch ein bisschen erhöhen. Okay. Gut, was brauchen wir noch? Vielleicht doch nochmal die Charisma. Also wir sind super klug und super charismatisch, sind aber ganz schlecht in Körperkraft. Und dann erhöhen wir hier nochmal. So, jetzt haben wir das Maximum erreicht. Vielleicht gehen wir doch nochmal vom Mut eins weg und gehen nochmal dafür eins in die Fingerfertigkeit. So, glaube ich, lass uns mal. Das heißt also, wir sind ganz schlecht in Körperkraft, sind aber sind auch recht schlecht in Mut, sind dafür aber super klug. Und auch sehr charismatisch, haben eine gute Intuition, eine gute Fingerfertigkeit und in Gewandtheit sind wir auch nicht so schlecht. So, jetzt haben wir natürlich nur noch 162 Abenteuerpunkte, das ist ziemlich wenig. Ich gehe mal hier raus, ich mache mal die Astralpunkte mal wieder weg. Ich denke mir mal, dass wir das auch später noch steigern können. Wir müssen mal gucken, warum kann ich das jetzt steigern? Ah, okay, wir sind also noch nicht ganz an der Grenze angelangt. Was das angeht. Na gut. Also 273 Abenteuerpunkte ist natürlich jetzt mega wenig. Ich glaube, das ist zu wenig. Wir müssen ja auch ein paar Zauber lernen. Wir müssen noch Talente lernen. Schauen wir uns mal kurz die Talente an. Also, bei den Talenten können wir nämlich noch gar nichts. Ja, das funktioniert so nicht. Okay, also offensichtlich funktioniert das Computerspiel ein bisschen anders wie das DSA. Bei DSA würde ich, also beim Rollenspiel, würde ich nämlich jetzt einfach erstmal die Eigenschaften hier aufs Maximale machen, aber das funktioniert mit den Abenteuerpunkten nicht. Wir haben ja auch 500 Abenteuerpunkte schon gezahlt, um allgemein und überhaupt Zauberer zu werden. Gut, das heißt, ich muss hier noch mal ein bisschen rumbasteln. Ich habe euch ja jetzt schon einiges gezeigt. Ich würde vorschlagen, ich mache das jetzt einfach mal offscreen. Ich stelle hier den Charakter ein, damit das jetzt nicht noch ewig dauert, bis ich hier alles einstelle. Und dann, wenn ich den Charakter fertig eingestellt habe, dann sprechen wir gemeinsam drüber, was ich hier gemacht habe. Bis gleich.